Dann ging es weiter nach El Chalten. Zunächst erstmal mit Sauwetter. Als wir da in dem Bergdorf ankamen, war echt mieses Wetter und es hat geregnet und man hat nichts gesehen. Keinen einzigen Gipfel, kein Fitzelkram. Das war echt ein bisschen enttäuschend. Und dann ist über Nacht ein Sturm aufgezogen. Da haben wir das erste Mal mitgekriegt, was patagonische Winde so drauf haben. Wir können dann doch ziemlich Druck ausüben. Also da ist so 8-9 Windstärken ist da gar nichts. Das ist mal so schnell am Vormittag und am Nachmittag hat es dann eher so 10, 11, 12. Und da muss man schon schauen, in welche Richtung man sein Auto parkt, weil sonst geht es auf der Seite. Schwerpunkt beim Brummi war ganz gut. Weit unten. Da hat es dir im 8-Tonner fast den Kaffee aus der Tasse geschüttelt. Man kam sich vor wie auf dem Schiff, das hat alles geschaukelt. Und jetzt haben wir extra mit dem Heck in den Wind geparkt. Winnie. Die Cornflakes. Tino, es gibt nicht mehr. Oh, schau deine Cornflakes. Mama, filmt das Schaukel in der Schüssel. Schaukel. Ah. Sturm im Wasserglas. Wir stehen in der Längsachse immerhin. Sonst würden wir ja vermutlich nicht mehr stehen. Das war wie Karussellfahren heute Nacht. Also der Sturm hat die Wolken alle weggeblasen und dann kam diese fantastische Bergwelt zum Vorschein. Und die ist einfach wirklich beeindruckend. Wir haben ja in den Alpen schon auch beeindruckende, tolle Berge, aber das hier hat so ein bisschen den Hauch des Exotischen. Patagonien, Cerro Torre, Fitzroy. Zwei Tage mit richtig gutem Wetter. Und den Berg mal so richtig in Natura zu sehen, ist schon ein Erlebnis. Cerro Torre hier. Und der Bergführer vor uns. Ja. Wo denn? Ich hab ihn da. Hab ich nämlich gemacht. Verwehen denn? Herrliche Wanderungen gemacht, Kinder auch mit Begeisterung dabei. Wer ist da? Wer
ist es eben ehrlich. Gefällt er dir? Ja, ist halt Granit vom Feinsten, gell? Klein und fein. Und eine große Portion Eis. Schaumeis. In der Regel nervt es mich ja irgendwie, Berge nur von unten anzuschauen, aber bei denen hier fällt es nicht so schwer. Wenn man denkt, dass sich schon die weltbesten Kletterer an den schrecklichen Wänden da die Zähne ausgebissen haben, schon Wahnsinn. Und Mami, war das noch auf der Bucketlist? Ja, natürlich. Unbedingt. Und mit bestem Wetter. Und das hat ja heute super geklappt. Jetzt zieht es ein bisschen zu, aber ja, immer noch da. Kann man nicht meckern. Ganz wunderbar. Das war das zweite größte Highlight in meinem Leben. Nach dem Matterhorn. Das war mal eine weite Bergtour, ne? Hat sehr Spaß gemacht. Ja. Dann kommen wir wieder da. Gleich klopft es mich an. Ja, wenn man nicht kommt, ja. Ihr habt ein Schlecht gesehen. Ja, Mama hat schon erzählt. Am Schluss hat sich dann der tollste Vogel der Anden gezeigt. Da, der schwarze Punkt. Genau. Der schwarze Punkt mit unserem Augen. Da hatten wir dann das erste Mal wirklich Kondore gesehen auf der Reise. Wieder in den Mund, die Kondore. Taubenflicker! Taubenflicker! Ja. Jetzt sind es drei, Oma! Drei schon. Es ist natürlich schon schön, wenn die großen Riesenvögel da majestätisch ihre Runde drehen. 3 Meter Flügelspannweite. In der Thermik in den Himmel hochschrauben und fast nicht mit den Flügeln schlagen müssen, weil sie derart gute Gleiter sind. Was hat denn?